Das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach. Tja, jetzt will keiner mehr dabei gewesen sein. Niemand will die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Gesellschaft gespalten und Millionen von anständigen Österreicherinnen und Österreichern über viele Monate hinweg diskriminiert wurden, weil sie sich nicht gegen Corona impfen haben lassen. Ein gutes Beispiel für die Vergesslichkeit mancher Unwürdenträger hat gestern die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger auf Twitter geliefert. Der NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter, der in Pandemiezeiten auch zu den Verhaltensauffälligen gezählt hat, beschwert sich in einem Tweet über die Aussage von Putins Pressesprecher, der offenbar Impfgegner als irre bezeichnet hat. Er, Helmut Brandstätter, würde so etwas nie sagen, weil er respektvoll sei. Gut, das mag er für sich in Anspruch nehmen können, allerdings mit Sicherheit nicht für seine Chefin Beate Meindl-Reisinger. Und deshalb hat unser Landesparteiobmann Markus Abwärtsger, Helmut Brandstätter, an diese Aussage von Meindl-Reisinger erinnert, wo sie Impfkritiker und FPÖ-Wähler als Volksverräter bezeichnet hat. Kurz darauf antwortet die NEOS-Chefin höchstpersönlich: Das habe ich nie gesagt. So habt ihr es in einem zusammengeschnittenen Video dargestellt. Einige von euch werden wissen, was jetzt kommt. Ich rede ja oft davon, dass die sehr willfährigen Putin-Gehilfen, vor allem von rechtsradikaler Seite in Europa, in Österreich halt die FPÖ, ich höre es auch von den Impfgegnern, das sind ja Volksverräter in meiner Meinung nach, weil sie eigentlich sich quasi vor den Karren spannen lassen von jemand, der ein Interesse daran hat, Europa und Österreich zu schaden und schwächer zu machen. Ich kann verstehen, dass diese Aussagen im Nachhinein beschämend und peinlich für Meindl-Reisinger sein. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das Gesagte gesagt wurde. Und wie heißt es so schön? In der Krise zeigt sich der wahre Charakter, Frau Meindl-Reisinger.